Und jetzt gucken wir mal ganz kurz. Quest wollte ich gar nicht machen. Ich wollte Fertigkeiten gucken. Stärke, Brachialaktion. Jetzt haben wir 50.000 Stärkeerfahrung haben wir gerade. Ich glaube, da hole ich mir mal ganz kurz das Ding. 18.000. Zack, das können wir allein mit Stärke bezahlen. Ihr habt die Brachialaktion Kettenangriffe erlernt. Reiht eure Angriffe aneinander, indem ihr sie zeitlich genau abstimmt. So werden eure Angriffe beschleunigt und sie richten mehr Schaden an. Achtet auf kleine Hinweise, die euch das genaue Zeitfenster zum Drücken von X angeben. Außerdem könnt ihr eine Fernwaffe sofort nachladen, indem ihr Y kurz drückt, sobald ihr das Nachladegeräusch hört. Um Gottes Willen, das werde ich niemals schaffen. Stufe 4, 72.000. Ich glaube, so schnell sind wir ja doch nicht durch. Konstitution, 36.000. Zähigkeit, Mist, 36.000. Das wäre natürlich schön, wenn wir die schon hätten. Können, Technikaktionen. Technik 3 ist der Zoom. Okay. Kostet 18.000. Präzision. Was bringt Präzision denn? Durch größere Präzision steigert ihr den Schaden in eure Gewehre. Ach, das ist natürlich sehr gut. Schnelligkeit, auch sehr gut. Erhöht die Schnelligkeit sämtlicher Schläge und des Nachladens. Ich glaube, Schnelligkeit ist das, was ich erstmal haben will. Präzision kann man später immer noch machen. Schnelligkeit 108.000. Ach du Scheiße. So, Willenskraft. Was kann man denn da machen? Schock Inferno. Schaden durch Zielzauber. 480, Bereichszauber. Stufe 3. Ich glaube, das können wir mal machen. Inferno. Und dann würde ich gerne noch Stufe 4, aber das kostet 40.000. 50.000. Das können wir uns momentan noch nicht leisten. Zeitkontrolle, hier sind die Klingen noch, die wir ein bisschen vernachlässigen. Kraftstoß, was haben wir denn da noch? Das ist einfach nur ein normaler Kraftstoß. Bums. Tote erwecken, das kennen wir ja auch. Chaos. Bei Chaos kämpfen die auch gegeneinander. Wirbelstufe 1. Was macht das? Ach, das wirbelt die Leute dann quasi in der Gegend rum. Zeitkontrolle, anvisierte Distanz, 10, Bereichszauber dauern 9 Sekunden. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht, wenn wir mal die Zeitkontrolle ein bisschen erweitern, so. Die wir ja schließlich auch nutzen. Eure Kontrolle über die Willenskraft wird stärker. Zauber niedriger Stufen sind jetzt mächtiger und Zauber höherer Stufen laden schneller. Du bist einfach mit Zaubern. Ja. So, sorry, wenn es gerade ein bisschen länger gedauert hat, aber Ausrüsten ist genauso wichtig wie... Kacken. Nee, weiß ich nicht. So, wir gehen zum Bauerstone-Markt und dann jagen wir die Hops und anschließend führt uns der Pfad nach Westcliff. Ausdrucksmittel pupsen auf die Spitze treiben. Ja, das kennen wir ja schon. Ich frage mich, ob das stimmt, wenn wir wirklich die ganze Zeit rumpupsen irgendwo, ob dann tatsächlich, naja, das Pfund durch die Hose purzelt sozusagen. So, hallo Freunde, ich muss hier mal lang, leider. Was verkauft er hier eigentlich? Kuchenhändler, oh, wie lecker. Blaubeerkuchen, lecker, 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 lecker. Köstlich, aber... Wir wollten ja was zu essen kaufen, aber natürlich werde ich dann... Ich will ja nicht dick werden. Man wird ja dick, wenn man hier zu viel isst. Extra salzige Erdnüsse, selbstgezogene Karottel. Bio-Tofu. Das bevorzugte Nahrungsmittel von Hippies weltweit. Hydroponische Karotte. Das Krachen dieser knackigen Offenbarung konzentriert den Geist. Heilungspunkte 160. Glänzender Apfel. Saftiger Sellerie. Dieser Sellerie ist zu arrogant, um sich unter andere Salatzutaten zu mischen und tummelt sich häufiger in einem teuren Cocktail. Beleibtheit minus 5%, Biotofu, Reinheit 20, Moral 5. Reinheit 10, ach komm, dann hol ich mal Tofu. Ach, gibt nur einen. Jemand hat diesen Apfel poliert. Das Krachen, wenn eure Zähne in sein Fleisch fahren, wird oben ohrenbetäubend. Oben ohne betäubend. Beleibtheit minus 5, Reinheit 10. Hexenkessel, Erdnüsse, die Erdnuss der Champions oder zumindest derer, die sicher in den Rängen sitzen. Ach, das kennen wir ja schon. Ein wirklich guter Kauf. Fairfax Genusskäse, weich, scharf und ansehnlich. Dieser Käse sollte gut zu euch passen. Ich hoffe, ihr habt. Oh, Beleibtheit, Reinheit, 5, Lederapfel. Ein Apfel am Tag erspart den Gildemeister. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Sag, ihr schießt so schlecht wie ihr. Top Angebote.
Ach, die Poppy, Alter, das gibt's doch gar nicht. Ich suche schon wieder diesen komischen Golem, der lässt mir einfach keine Ruhe. Seid gegrüßt. Hallo. Ich bin. So, dann wollen wir mal... Ich weiß, gleich wieder der Golem. Boah, der geht mir so auf den Sack. Und wir gehen mal ganz kurz die Hops töten. Ich hoffe, die... Bin ich hier nicht richtig? Loslaufen! Ach, das war ein Oakfield, ne? Na gut, dann reisen wir mal nach Oakfield. Zack. Und dann bekämpfen wir die Hops bei der Windmühle. Anschließend kümmern wir uns wieder um die Hauptquest. Auch die Nebenquests wollen natürlich gemacht werden. Überhaupt müssen wir mal gucken, welche Quests wir überhaupt noch alle haben. Kisten und Fässer zu zertrümmern macht Spaß. Aber ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass irgendjemand etwas Wertvolles darin versteckt, oder? Ja, natürlich, gerade in Kisten. Wir finden ja nur 30 Milliarden Kisten. So, mal gucken, ob unser Händlersfreund hier, der hat doch bestimmt wieder gar nichts. Für euch mache ich einen Sonderpreis. Ach was, der hat wieder zugelegt. Ja, dann wollen wir mal kaufen, wa? Aber so. Aber der hohe Preis ist gerechtfertigt. Natürlich ist er das. Ich will das auch erstmal, wir laufen natürlich nicht gleich wieder zurück. Das machen wir auf der Durchreise, auf der Rückreise quasi, verkaufen wir alles wieder. So, Kinder. Entschuldigung. Muss hier mal durch. Und wir reisen nach Oakfield. Hätte ich eigentlich auch die Kutsche nehmen können, ich Vollidiot. Aber so sehen wir ein bisschen was von der Welt, nachdem wir jetzt nur Tränke geschlürft haben. Ach ja, das Handeln und das Kaufen nimmt ja irgendwie einen zentralen Teil ein, habe ich das Gefühl. Die Hälfte verbringt man irgendwie mit Handeln oder... Also Waffen kaufen, verkaufen, ich weiß aber nicht. Das muss aber so vom Spiel gedacht gewesen sein. Die haben ja auch Sonderangebote und sowas extra eingeführt. Das heißt, dieser Handlungsaspekt ist ja schon gewollt. Hallo Banditen, ihr seid so überraschend, wenn ihr jedes Mal an der gleichen Stelle angreift. Und zwar hier. Na, kommt schon. Oh, die sind aber stärker geworden. Boah, Alter, die sind echt extrem stark geworden. Was? Wolltest du meinen Hund angreifen? Das glaube ich aber nicht. Ich sehe nichts. Was war das denn? Ihr seid ein Autodidakt, was? Das sind aber lustige Banditen. Ihr seid verletzt. Dann holen wir uns erstmal einen Kaffee rein. So, keine Bonuserfahrung. Natürlich, Kaffee trinken bringt keinen Bonus. Ach nee, da müssen wir jetzt hier wieder vorbei. Hier waren auch überall die Schützen. Kopf schießen. Aua. Aua. Scheiße, falscher Zauber. Ja, natürlich Banditenmörder, was denkst du denn? Boah, das lief jetzt aber nicht so gut gerade.
Aber zum Glück, 56% Bonuserfahrung ist natürlich jetzt nicht so prächtig. Zum Glück haben wir ein bisschen was dabei, auch zu fressen und Heiltränke und so weiter. Der Geist dort drüben ist ja nur auch wieder beruhigt, da freue ich mich. Aua! Meine Fresse, ich muss echt mal drauf achten, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt diese Kombination mache. Muss ich da irgendwie im Rhythmus draufhauen auf den Button oder was? Ich habe da jetzt nicht so die Hinweise erkannt. Gefällt euch das? Oh, vielleicht sind das die Kombinationen. So. Der lebt wohl auch nicht mehr. Der alte Holzmichel. Heieieiei, alter Schwede, hier sind aber echt viele Banditen unterwegs. Vor allem, wo kommen die immer alle her? Die müssen sich ja auch vermehren irgendwie. Gibt es irgendwie so eine Banditenzuchtstation oder irgendwie so ein Förderband? Was ist das denn? Ach so. La 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 la. Lalalala. So. Ist das hier die Mühle? Ne, ist das Gasthaus, ne? Aber immerhin, hier sind ein paar Hops. Ich glaube, aber das waren noch nicht alle. Ich glaube, die Hops kommen alle erst noch. Oh, schon wieder Banditen. Okay, ich versuche das zu timen mit den Angriffen. Das scheint zu funktionieren. Da muss man sich aber ein bisschen konzentrieren, weil offenbar muss man immer auf Angriff drücken, sobald das Schwert wieder zurückschnellt sozusagen. Wo man zum Angriff ausholt, da muss man wieder klicken. Ist ein bisschen tricky, aber man kann es erlernen. Außer, dass meine rechte Hand langsam wehtut und so viel Maditen, Alter. Boah. Wenn ihr eure Waffe mitten in der Stadt zieht, kann es zu einer Panik unter den Umstehenden kommen. Besonders dann, wenn ihr damit herumwedelt, während der Sicherheitsmodus deaktiviert ist. Auch wenn ihr nur helfen wollt. Das ist doch so auf dem Friedhof passiert neulich, oder nicht? Ich weiß es nicht mehr genau. So, jetzt lade mal schneller. Na also, wir sind in Oakfield und irgendwo hier... Hier ist der Kutschenfahrer. Zurückfahren wir mit einer Kutsche, ne? So, Waffen können wir ja vielleicht auch kaufen übrigens.
Wenn sie denn günstig sind, aber erstmal, da ist die Windmühle. Also sind hier irgendwo die Hops. Hops. Alter Schwede! Aua, 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 aua! So, kehrt zur Wache zurück. Die Hops haben wir erledigt. Das waren ja nicht gerade wenige, möchte ich mal behaupten. Nun gut. So, neue Fertigkeit können wir jetzt kaufen, sozusagen, aber... Die Stände öffnen jetzt! Ich glaube, wir brauchen momentan noch keine neue Fertigkeit. Wir wollen ja nicht gleich die nächstbeste nehmen. Immobilie untersuchen. Natürlich untersuchen wir die Immobilie. Natürlich untersuchen wir die Immobilie. 5000 kostet das nur. Landhaus des Erleuchteten. Bauer Greg. Kaufen und vermieten. Zups. So, würde ich tatsächlich fast schon lieber gerne selber drin wohnen, weil so ein Bauernhaus mit Mühle hat schon was Hutzeliges, aber vielleicht gibt es hier noch bessere Häuser. Da gucken wir natürlich mal. Ja, klasse! Deine Frau steht auf mich, Alter. Das geht nicht. So, als Vermieter darf man natürlich überall reinplatzen, ist ja ganz klar. Unangekündigt. Da hinten ist noch ein Ausrufezeichen, da gucken wir auch nochmal ganz kurz. Nicht schon wieder. Der klemmt doch irgendwo an der Brücke fest, der Schrat. Ach, sieh mal einer an. So, ein Geschenk holen wir uns natürlich auch noch ab. Keine schlechte Waffe. Augenweide? Geschenk gefällig? Bäh. So, was das denn hier? Insgesamt verdientes Gold? Was müssen wir denn hier machen? Was ist das? Drücke A zum Ausschenken. Ja gut, Bier zapfen, ja, da sagst du was. Perfekt eingeschenkt. Natürlich, lass dir schmecken, Kollege. Will noch jemand? Ich zapfe hier am laufenden Band, Freunde. Appetitlicher Schoppen. Alter, wie viel säufst du denn, Kollege? Ich komme mit dem Nachfüllen gar nicht mehr hinterher. So, hier nochmal ein Schlückchen. Genau die richtige Menge Schaum. Natürlich, wie immer. Nur für dich, für Beförderung erforderlich 65. Da zapft man ja noch mal ein bisschen. Na, ja, da. Der Schaum ist perfekt. Naja, da hätte noch ein bisschen mehr reingekonnt, aber ist schon in Ordnung. 59 müssen wir nur noch. Bis Level 2 machen wir auf jeden Fall. Was? Der war doch perfekt. Dafür müsst ihr bezahlen. Nein, der war perfekt. Ich bürge dafür mit meinem Namen. Seht euch den Schaum an. Herrlich. Scheiße. Ihr seid wirklich so charmant. Oh, Baby. Ein großartig eingeschenkter Shoppen. Ich muss mal sagen, die sind ja aber schon sehr gut genährt, die Damen. Vor allen Dingen in gewissen Regionen. Offenbar gibt es ja auch McDonald's im Mittelalter. Genau die richtige Menge Schaum. Fertiggestellte Bierreihe. Boah, das dauert aber Ewigkeiten, bis wir die 52 runter haben. Vor allen Dingen, ne, perfekt eingeschenkt. Ich wollte es vorhin auf den letzten Drücker haben, dass das Glas runtergefallen. Ich glaube, ich mache das jetzt mal einfach, wenn es grün ist, dann ist gut. So, hier. Ein großartig eingeschenkter Shoppen. Ja, du musst nicht alles kommentieren. Ich mache das hier schon freiwillig. Ich will nur die Beförderung haben, natürlich.
Vorher höre ich nicht auf. Schöner Shoppen. Ja, ja, danke schön. So, wieso stelle ich mir nicht einfach ein paar Gläser in Griffreichweite? Dann könnte man ja schneller ausschenken, dann wird das nicht so lange dauern. Seht euch den Schaum an. Herrlich. Ja, 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 komm. Klappe halten, damit ich schneller arbeiten kann. 25 sind es nur noch, wir haben es gleich geschafft. Blub, 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 blub. Appetitlicher Shoppen. So, der nächste bitte dazu gestiegen dabei sein, hier am Fritz-Cola-Stand. Wups. Genau die richtige Menge Schaum. So, 9, jetzt brauchen wir nur noch ein einziges Bier, dann haben wir ein Level-Up. Und fast ja, möchte ich ja noch... Schaum ist perfekt. Ja, fast möchte ich noch ein Level-Up machen. Aber ich glaube, das reicht uns auch erstmal. Wir sind jetzt Stufe 2. So, wird der Stufe 2? Ich würde gerne in jedem Beruf natürlich Stufe 5 irgendwie kriegen in diesem Let's Play, wenn wir das noch irgendwie hinkriegen. Das heißt, wir werden zwischendurch immer mal wieder zapfen, immer mal wieder Holz fällen, immer mal wieder schmieden gehen und so weiter und so fort. Ruhe in Schmieden, man kennt es ja. Du bist so ein toller Hund. Das stimmt, aber wo kommst du auf einmal her? Ich persönlich mag ja die Nebenjobs in Fable 2 und ich hoffe ja heimlich, dass wir es schaffen, in diesem Let's Play tatsächlich alle auf 5 kriegen, weil gemacht haben muss man es ja einfach mal. Naja, ansonsten haben wir gegen Hobbs gekloppt und wir haben Banditen vermöbelt. Das war schon mal eine gute Übung für das, was da kommt, denn der Weg nach Westcliff wird hart.